Wir eröffnen heute hier bei uns im Museum Wetzikon die Ausstellung «Reichtum, Zeugen des Wohlstandes». Prunk und Pomp findet man hier bei uns in Wetzikon eigentlich nicht. Erst auf den zweiten Blick wird der Wohlstand sichtbar. Diese Ausstellung ist Teil einer Reihe, die «Facetten des Reichtums» heisst. 6 Museen und ein Kunstfestival beschäftigen sich mit dem Thema Reichtum. Während wir im unteren Stock das Leben der wohlhabenden Gesellschaft sticht, zelebrieren mit üppigen Spielsachen, schönen Kleidern und eben auch Tafelkultur, haben wir hier oben das Leben der einfacheren Bevölkerung. Also die, die in den Flarzhäusern gewohnt haben oder in den Kosthäusern, die von den Fabrikanten zur Verfügung gestellt worden sind. Es geht da viel einfacher zu. Wir haben auch geflickte Sachen. Wir haben weniger üppige Sachen. Und ein Thema wird das sein. Kinderarbeit. Anneli von der Olga Meier, die in die Fabrik arbeitet, wie viel das sie verdient hat. Und hinter mir sieht man Themen, die zum Nachdenken anregen. Zum Beispiel, wie viel hat das Mädchen verdient, das in die Fabrik arbeitet? Wie viel hat sie pro Tag verdient? Was hat sie gegessen? Was hat sie vielleicht auch angehabt? Dann neben mir steht das Spulerädli. Das ist eine typische Arbeit, die Kinder machen müssen. Von den grossen Strangen, Wolle, Garn, Seidenspulen, damit man sie nachher verweben konnte. Und damit man das auch nachvollziehen kann, haben wir hier einen ganz einfachen Aufbau, wo man selber mal schauen kann, wie man das spult. Und da hat man in 5 Minuten hat man sein Garnknäuel. Die Kinder haben früher aber viel länger daran arbeiten. Die Villen, die noch existieren, sind farbig abgebildet. Die abgerissen worden sind, die sind schwarz-weiß. Da haben wir glücklicherweise können auf unser Online-Wiki Wetzipedia zurückgreifen. Die Ausstellung «Reichtum, Zeugen des Wohlstandes» kann man ab sofort bis am 27. Oktober jeden Sonntag hier bei uns im Museum Wetzikon an der Farbstrasse 1 anschauen. Zusätzlich haben wir ein neues Angebot, nämlich unser Kreativatelier im Werkraum, das jeden Mittwoch von 2 bis 5 Uhr offen für alle ist.